Hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Let's Play OMSI 2. Wir stehen heute mal wieder seit längerem auf der Karte Winsenburg 2015 und wir fahren die Linie 104 vom Zoologischen Garten zum Hauptbahnhof. Und das Ganze heute ausnahmsweise mal mit dem M&R Standardbus, allerdings nicht komplett so, wie er mitgeliefert wird, sondern mit Morphe Soundpack und dementsprechend schönem ZF. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein, weil es geht gleich los. So, und falls man mich heute mal etwas, hoppala, etwas lauter atmen oder ein bisschen schniefen hört, liegt das ganz einfach daran, dass es irgendwie so von Gesundheit her nicht optimal ist. Ja, Satzbau gut. Und ja, dementsprechend ein bisschen verschnupft, ist ein bisschen schwierig. Aber kriegen wir schon hin. So, 104.00. Route 1 war natürlich standardgemäß mal wieder falsch. Route 2 brauchen wir. So, irgendwas habe ich vergessen. Ah ne, wir haben einfach nur nicht genug Druckluft. Hier oben, sieht man's. So, ich saß schon ewig nicht mehr in diesem Bus tatsächlich, weil, ja, so Standard ist der jetzt auch nicht so mega, würde ich behaupten. Ah, es rollt. Aber es ist jetzt doch mal wieder ganz angenehm, muss ich sagen. Ich kann ihn allerdings überhaupt nicht mehr... überhaupt nicht mehr einschätzen. Und was ich auch interessant finde, auch hier hört man wieder ein bisschen Citaro raus. Das ist irgendwie gefühlt bei jedem Bus so. Aber ist nicht weiter schlimm. Klingt, zumindest das, was ich bis jetzt höre, ganz angenehm. So. Ja. Genau, was ich noch erwähnen wollte, wie sicherlich dem einen oder anderen schon aufgefallen ist, nähern wir uns, der Folge 200 immer weiter und dementsprechend wollte ich, auch wenn ich das schon mal gemacht habe, in Folge 177 oder so, hier nochmal fragen, ob denn irgendwer von euch vielleicht noch irgendwelche Ideen hat für Folge 200. Also ich habe zwar schon ein paar Ideen bekommen, die habe ich mir auch schon angeschaut und ja, aber so ein paar mehr wären, denke ich, auch nicht schlecht und deshalb, falls noch irgendwem was einfällt, gerne damit in die Kommentare. Wichtig ist nur, es sollte eben schon einigermaßen realistisch sein, heißt jetzt nicht unbedingt Innsbruck AGG 300 oder sowas. Also es sollte schon machbar sein und es darf auch gerne was länger werden, weil es ja ein Special und Folge 100 war ja auch schon, ich glaube, über 2 Stunden oder so. Von daher, ja, tobt euch aus. Gibt ja prinzipiell mehr als genug Kombinationen, die man theoretisch machen könnte. Mir fällt zwar keine ein, aber sind auf jeden Fall da. Ich bin nur halt so ultra kreativ, so rum. So, automatisch wird er nicht schalten. Die Ansagen sind sehr laut, das habe ich ganz vergessen. So, haben wir da jemanden? Nö. Gähnende Leere. Wir sind ja auch nicht allzu lange unterwegs. Ich glaube eine Viertelstunde. Ja, genau. Unterwegs kommt dann, oder kommt noch ein Verstärker da? Ich bin mir gar nicht sicher, wann ein Verstärker dazu kommt. Also es gibt auf jeden Fall auch einen Uni-Verstärker. Ich weiß aber gar nicht, ob wir den jetzt haben. Wobei ich sagen muss, ich glaube, brauchen würden wir den nicht, weil, ja, so Fahrgastaufkommen ist hier quasi nicht vorhanden, gefühlt. Boah, der ist aber saulaut. Hilfe. Dagegen muss ich ja fast ein bisschen anschreien, habe ich das Gefühl. Ne, links rum. Ebenfelder Straße. So, bisschen aufpassen, weil, wie gesagt, kann ich überhaupt nicht einschätzen, das Ding. Saß ich zum letzten Mal drin, ja, ich glaube, als ich OMSI gekauft habe. Also, wirklich, ja. Dürfte 4 Jahre her sein, fast. Weil ich bin mit dem Ding tatsächlich sonst nie gefahren. Ist jetzt gerade zum ersten Mal tatsächlich. Das, obwohl es das schon so lange gibt. Na komm, gib Gas. So. Was hatte ich noch?
Genau, stimmt. Am Samstag wird es auch nochmal ein neues Beat-Video geben. Nee. Nicht Samst. Ah, no, doch. Hä? Wie? Doch, klar. Am Samstag. Doch, ziemlich sicher, ja. Am Samstag wird es nochmal ein neues Beat-Video geben. Das letzte ist ja jetzt schon gut über einen Monat her. Und ja, ich habe es diesmal ein bisschen anders gemacht. Und zwar habe ich das so gemacht, dass ich mir erstmal ein Mashup rausgesucht habe, weil da irgendwie so ein bisschen mehr für, also da ist halt meistens so für jeden irgendwie was dabei, was den Musikstil betrifft. Und ja, ich habe das quasi so ein bisschen gemischt. Also ich habe ein Mashup genommen und ein nettes hier Zeug von NCS. Ich bin mal gespannt, wie euch das gefällt. Beim ersten war das Feedback ja eher so gemischt. Beim ersten Speed-Video, aber ja. Also auf jeden Fall könnt ihr euch auf Samstag freuen. Es ist meiner Meinung nach etwas gelungener als das erste. Aber gut, das ist ja meistens so, dass man sich da in irgendeiner Form bessert. Egal um was es geht. Ich ziehe hier mal vorbei. Nicht, dass die mir nachher wieder vor die Karre fahren. Diekenbrockstraße. Da sind wir auch schon vorbei. Niederauer Platz. Huch. Was steht denn ihr hier rum? Komm, heizen. Boah, aber der ist echt mega laut. Also ich glaube, ich hätte echt ein bisschen leiser drehen sollen. Aber ja, solange man mich noch versteht, ist ja ganz gut. Ja, jetzt stehen wir hier mal wieder. Ist echt, ja, gut. Das wird mich irgendwie gefühlt immer verfolgen. So, komm, hier ist doch nichts los. Jetzt mach grün. Da will doch keiner langfahren. Ja gut, also jetzt vielleicht, aber wen interessiert das? Guck mal. Achso, die haben jetzt rot, wenn die da hinten... Oh, das ist ja eine schöne Ampelschaltung. Da hinten darfst du losfahren, hier hast du rot. Da freut sich auch jeder Autofahrer drüber. Na komm, bisschen zackig. Boah, also auf den Ohren dröhnt der Bus mega. In OBS geht's noch einigermaßen, so wie ich das sehe. Aber naja, das Problem haben wir ja öfter. Seit er mir die Einstellungen da, die Audioeinstellungen irgendwie komplett verdreht hat und ich weiß nicht, und ich nicht weiß, wie, wo und warum, ist das ja immer irgendwie etwas schwierig. Passt zwar meistens dann doch irgendwie, aber ist trotzdem seltsam einfach. Wollten die jetzt da raus und habe ich es vergessen oder? Ach, egal. Wir sind schon weg. Busse halten nur einmal. So, Theatersaal. Jetzt sind wir auch gleich schon an der Uni. Bin mal gespannt, was da so rumläuft. Wie viel da los ist. Und wie oft ich noch direkt vor der Nase rot kriege. So, schon mal ein Bild machen. Das Schöne ist, ich sehe doch jetzt schon, wenn hier grün wird, wird da hinten wieder rot. Weil da hinten ist nämlich noch grün.
Da könnte ich doch drum wetten. Wenn ich da vorne bin, ist rot. Es sei denn, die Ampelphase ist sehr lange. Na komm. Nee. Die ist noch grün. Aber sie hat es versucht. Ich wusste es. Manchmal ist es doch ganz gut, mal ordentlich das Gas durchzudrücken, bis auf Bodenblech. Ich muss mich da erst wieder daran gewöhnen, dass der Haltewunsch nicht irgendwo hier in den Anzeigen dabei ist, sondern dass das diese fette Lampe ist. Auch wenn man die eigentlich nicht übersehen kann aufgrund der Größe, denke ich da nie dran. Gerade wieder der verunsicherte Blick, ob mit der Aufnahme alles in Ordnung ist. Ja, ich werde auch mal gucken. Ich denke mal, demnächst dürfte es wieder mit dem ETS 2 Singleplayer weitergehen. Und vielleicht kommt auch nochmal die ein oder andere Fernbus-Simulator-Folge. Weil da kam ja gestern das riesige Update. Ich glaube, fast 4 GB waren das zum Runterladen bei Steam. Da bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Ich habe noch nicht reingeguckt und werde das auch wahrscheinlich nicht machen, bevor ich da nicht was aufgenommen habe. Weil ich möchte selber so ein bisschen einen Überraschungseffekt drin haben, auch wenn ich mich natürlich vorher schon zumindest so ein bisschen informieren werde, was da jetzt alles mit drin ist. So ein bisschen was hat man ja auch ja, ganz automatisch mitbekommen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es da die Tage mal noch ein Video zu gibt. Hallo. Weil ich bin sehr gespannt, muss ich sagen. Also es wurde ja doch sehr, sehr viel überarbeitet, was man alleine schon an der Downloadgröße sieht. Unter anderem gab es ja dann auch den Versionswechsel von der Unreal Engine und so. Und ach ja. Also da wird ja jetzt auch Fernbus Simulator Reloaded genannt. Da scheint sich schon sehr, sehr, sehr viel getan zu haben. Aber ich lass mich überraschen. Mehr oder weniger. Obwohl man so ein bisschen was halt schon weiß. Um die ein oder andere Information ist man ja quasi fast drumherum gekommen. Wenn man da so ein bisschen, also die haben ja auch einen eigenen YouTube-Kanal, wenn man da so ein bisschen guckt, da war das ja alles auch schon länger angekündigt. So. Ich habe wieder vergessen weiterzuschalten. Rahmesfeld dürfte die Haltestelle hier sein, ne? Ja. Gut. Alles klar, danke fürs Rauslassen. So, ah ja, genau, das ist der Universtärker, der irgendwie eine Leerfahrt machen könnte. Ja, also wie gesagt, der Verstärker, ob der sich jetzt lohnt, darüber kann man, glaube ich, diskutieren. Ich muss auch tatsächlich sagen, dafür, dass ich heute 5 Stunden Mathe am Stück hatte, bin ich noch relativ fähig, gerade Sätze auszusprechen. Ich bin selber etwas überrascht von mir. Normalerweise kennt man das ja nicht so. Da ist noch schon nach 2 ein Feierabend. Aber heute geht's echt voll klar. Ja, okay. Wenn ihr genau hier raus wollt, dann geht hier raus. So. Aber ich muss auch sagen, es spielt da, glaube ich, eine ganz große Rolle, wie viel Abwechslung man hat. Also wenn man wie heute zum Beispiel über 2 Themenbereiche geht, die eigentlich beide nicht so mega kompliziert sind, dann geht das irgendwie voll klar. Also tatsächlich muss ich sagen, die 5 Stunden, die waren noch relativ angenehm, obwohl es Mathe ist, und die, die länger zuschauen, die werden wissen, Mathe ist irgendwie nicht so meins.
So, guten Tag. Die Türen könnten auch kaum langsamer sein für Innensprengtüren. Aber gut, mag ja durchaus so sein. Ich kenne die Kiste nicht aus der Realität. Kind, hau ab, sonst wirst du platt gemacht. Dillenburg. So, wir neigen uns, die Fahrt neigt sich auch schon dem Ende zu, so langsam, glaube ich, oder? Ja, 14.10 Uhr. Wir haben 14.07 Uhr. Und sind recht gut dabei mit der Zeit. Na komm, wenn wir Glück haben. Ja, komm. Zieh mal drüber. Ist vielleicht jetzt etwas zügig in der Kurve, aber mein Gott. Mit 40 abbiegen. Pff. Macht doch jeder mal. So, die möchte nicht mit. Gut, fahren wir durch. Hier fährt zwar, soweit ich weiß, alles nur zum Hauptbahnhof, von daher wird es keinen Unterschied machen, aber naja. Machst du nix. Vielleicht möchte sie ja lieber im Gelenkbus bei der M1 mitfahren. Oder war das die M1? Ich glaube schon. Wenn nicht, dann halt nicht. So. Schneller! Huch, was ist das hier? Ach, das Postamt. Auch er möchte lieber im M1. Wie war das noch mit den geraden Sätzen? Auch er möchte lieber M1 fahren. Soll er doch machen. Weiß gar nicht, was er hier verpasst. Huch. Hat er gerade den Hauptbahnhof reingeladen, wahrscheinlich? Oder zumindest schon mal Teile des Hauptbahnhofs. Oder die Umgebung zumindest. Ja doch, den Hauptbahnhof. Ja, das merkt man. Oh, was steht denn hier? Fußgänger. Ah ja, okay. Gut. Aber das sieht man ja immer wieder auf David-M-Karten. So diese Notizen auf der Karte. Das finde ich ganz nett manchmal. Ich glaube, es gibt zum Beispiel hier auf Winsenburg auch... Da, wo jetzt Gardelegen ist, stand auch mal Gardelegen auf der Kachel. Beziehungsweise das sieht man immer noch so ein bisschen, wenn mich nicht alles täuscht. So, ich fahre die 104. Die 104 ist ja eigentlich echt eine schöne Linie, ne? Fahre ich eigentlich viel zu selten. Generell Wensenburg fahre ich viel zu selten, auch wenn ich sie im Vergleich zu anderen Karten schon relativ häufig fahre. Klingt komisch, ist aber so. Aber man muss wirklich sagen, obwohl es die Karte schon eine ganze Weile gibt jetzt im Verhältnis zu anderen, ist das echt sehr schön hier. Also Wensenburg immer wieder gerne. Ihr dürft auch... Ach so, Moment, wo muss ich denn hin? Ich glaube, ich muss einen weiter, ne? Ja, da links rein. Ihr durch... Jetzt geht's wieder los. Nach 18 Minuten Quatsche. Ihr Quatsche, so rum. Ihr durch... Ich krieg's nicht hin, ne? Ihr dürft euch auch gerne mal wieder was wünschen. Für Folgen, wenn ihr möchtet. Und ja, ist natürlich super, das jetzt ganz am Ende zu erwähnen, weil ja, die wenigsten gucken ja wirklich bis ganz zum Ende. An die paar, die es doch machen, ja, über Wünsche freue ich mich und ich bedanke mich auch fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ja, am Sonntag geht's mit dem normalen Let's Play weiter. Da bin ich allerdings wieder nicht alleine. Bis dahin, macht's gut und tschüss.